Wunderbaren, ich wollte mich noch ein einziges, nee, Quatsch, nicht ein einziges Mal, aber ich wollte mich heute nochmal für euch bedanken, dass ihr da seid und dass ihr meine Videos schaut und dass es euch interessiert und dass ihr so viel kommentiert und allen drum und dran. Ich liebe es einfach, es ist einfach fantastisch, euch ja auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Somit sage ich Hallo, hallo ihr Lieben. Ich habe für euch einen aufgebraucht und zwar habe ich ein bisschen, ja, wieder ein bisschen gesammelt. Ich mache das jetzt so, dass ich das jetzt einfach ausleere, weil das viele Sachen sind, die ich auch ausgepackt habe und schon verstaut habe und schon aber eine Review geben kann, wie ich das Produkt finde. Denn manche Sachen, so wie, ich zeige euch einfach mal. Genau, wir fangen. Zuallererst haben wir Küchenpapier benutzt. Und zwar kaufe ich die gerne vom Penny, denn die sind nochmal halbiert in der Mitte. Also das so eine, seht ihr, das ist nur so ein kleines Stück und nicht doppelt so groß. Und das reicht oftmals. Dann habe ich auch von Penny Kosmetiktücher dreilagig benutzt. Die waren jetzt im Meerjungfrauen-Design. Die hatte ich jetzt im Wohnzimmer stehen für die Näschen. Ja, unsere Nase läuft bei allen. Das Wetter ist einfach furchtbar. Ja, es nervt, wenn die Schubladen auf sind. Es nervt und ja. Ja, genau, leer gemacht. Dann habe ich noch alte Babylauftücher für mich benutzt, und zwar die ganzen Swatches zu entfernen. Ich finde die richtig cool. Also würde ich mir auch nachkaufen. Ah, okay, ich sehe nur kurze Zeit als Design Edition. Okay, ich finde die gut. Ich würde mir jetzt auch nicht extra Abschminktücher kaufen, um Swatches zu entfernen. Dann nehme ich lieber eher sowas. Mein Kaffee auf meinem Schminktisch. Dann haben wir Zahnbürsten leer gemacht, und zwar Dentodent Junior. Das ist für die Große. Das hole ich immer mal wieder, wenn ich halt eben irgendwo bin und wir gerade Zahnbürsten brauchen. Ich mag die ge ganz gerne. Sie hat sich jetzt auch nicht beschwert. Von daher vermute ich, sind die okay. Dann hat sie etwas ganz Ekliges hier. Eigentlich was Süßes, aber doch eklig, wie sie es benutzt hat. Happy Spring for BU. Bibis Love You. Pflegender Cremeschaum, das hatte ich immer mitgebracht. Ja, das hat sie auch gut benutzt. Mehr Panscherei gab es wieder mal zu Hause. Also sie hat gesagt, sie hat auch eins von Balea gehabt. Sie fand das hier besser, aber weil das andere günstiger ist, würde sie das lieber haben wollen. Ja, aber sie findet das ganz, ganz toll. Dann war mein Kleiner baden gestern Abend, hat er dieses. Da ist auch dieses Ding drin. Das habe ich irgendwie gar nicht drin gehabt. Mit lustigen Schwammfiguren zum Sammeln. Ja, der Schwamm war halbwegs aufgelöst schon. Also da hat die Hälfte des Sternes schon gefehlt. War sehr schade, weil wir heben sie ja ein bisschen auf zum Spielen. Und dann gibt es halt eben neue. Ich fand es sehr schade. Aber gut, er hat trotzdem damit gespielt, ne? Dann haben wir hier Müllbeutel, Recycling-Zugball-Müllbeutel leer gemacht. Also, was heißt leer gemacht? Die sind gerade in Verwendung, die sind auch tatsächlich gut. Die sind reißfest. Denn die damaligen von DM, Eigenmarke, sind mir immer am Zugband auch gerissen. Also, es war total dämlich. Die gehen jetzt. Dann haben wir noch, dann habe ich so Gebissreiniger leer gemacht für mein Waschbecken. Da habe ich es benutzt, um einfach mal alles sauber zu machen drinne und auch ins Klo geworfen. Hat ganz gut funktioniert. Ich habe danach noch mal ein paar Tage später einen Klo-Tab reingemacht, um zu gucken, ob es einen anderen Effekt gibt. Ich habe keinen, ehrlich gesagt, gesehen. Meine Tochter hat da auch einen Seestern. Auch sie hat gesagt, die Hälfte hat bei ihr gefehlt. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber die finden es ganz, ganz toll, wenn man sowas einfach mal hat. Dann habe ich bei ihr eine Handcreme aussortiert, weil sie damit mehr rumgepanscht hat. Wie gesagt, roch eigentlich ganz lecker. Nach Joghurt, Himbeer. Ich würde auch sagen, eher nach Joghurt. Also, ich mag es gar nicht anfassen. Nach Joghurt. Ich fand das Design damals ganz toll und dachte, sie schmiert sich nur die Hände ein. Aber nee. Mein Schatz hat Hugo Boss. Hugo Boss. Ja. Das in der schwarz-blauen Verpackung hier. Das riecht ganz männlich, ganz herb. Ich finde, das riecht aber nicht so teuer herb. Also, ich finde, das riecht wie ein Aftershave. Ja, so würde ich das sagen. Das riecht wie ein Aftershave. Ich würde es ihm nicht nachkaufen, um Gottes Willen. Aber er kriegt ja immer genügend.
Parfüms, aber er verbraucht auch sehr viel. Also wenn er eine Flasche verbraucht, habe ich nicht mal angefangen. Ja, DMWC-Tabs mit 3-Phasen-Kraft mag ich sehr gerne. Wie gesagt, ich probiere jetzt einfach mal die anderen Tabs aus und ich habe davon, glaube ich, noch 15, weil 16 waren drin. Ich mag die ganz gerne, die kaufe ich ja sonst immer nach. Aber jetzt habe ich eben die anderen. Dann habe ich einen Zungenreiniger benutzt. Ja, tatsächlich merke ich, wenn ich zum Beispiel aufwache, kurz vorm Aufwachen, wie bitter mein Mund ist. Ich glaube einfach, dass ich ein bisschen übersäuere. Ja, dass noch nicht alles so im Körper richtig rein ist. Und deswegen habe ich mir den Mundschaber da geholt. Zungenreiniger, ich finde es ganz gut. Also ich mag es. Manchmal, wenn ich zu hoch, also zu tief reingehe, dann wirkt es mich. Aber das wirkt es mich auch bei der normalen herkömmlichen Zahnbürste. Also von daher, ich bin, was das angeht, sehr empfindlich. Dann haben wir eine Sonnencreme, habe ich jetzt aussortiert. Die ist jetzt eigentlich dieses Jahr dann abgelaufen im Oktober. Die darf jetzt einfach gehen. Wir haben jetzt einen Gefrierschrank. Anscheinend soll der Lichtschutzfaktor im Gefrierschrank länger halten. Da gucken, werde ich dann nächstes Jahr benutzen. WC Frisch, Meeresfrische. Ich kann euch dazu jetzt schon mal sagen, es hält jetzt schon 8 Tage. Da ist noch fast nichts raus. Ich muss sagen, ich bin begeistert, denn ich hätte jetzt schon vom DM einen neuen Tab reingemacht. Also ein neues. Oder vom Lidl. Ich bin gespannt. Ich werde mir das auch notieren. Und euch nochmal in einem anderen Video zeigen. Oder im DM-Haul, wenn ich das nachkaufe. Wie lange es denn gehalten hat. Weil ich kann es mir merken. Ich habe am 10. den DM-Haul gedreht. Und somit hält das noch. Das ist jetzt 8 Tage her. Da hat sich so einiges angesammelt. Ja. Dann habe ich hier nachgekauft im im DM, richtig geil, dieses edle Hölzer Premium Raumduft. In meinem DM hier um die Ecke gibt es den leider nicht. Ich glaube, das gibt nur bei größeren DM-Filialen. Denn das habe ich jetzt im größeren DM-Filiale geholt. Ich mag den sehr gerne. Gerne, wenn jemand rauchige oder hölzige Düfte mag, zum Beispiel Sandelholz. Das riecht sehr, sehr lecker. Dann habe ich Somat ausprobiert. Classic tägliche Reinigung. Ich mag es nicht. Ich finde, das ganze Geschirr ist pitschnass, wenn es aus der Spülmaschine kommt. Wenn sie fertig ist, dann mache ich sie auf, damit alles runterlaufen kann, ja, und alles trocknen kann. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, DM ist da echt relativ besser dran, bin ich mit DM-Tabs als mit so. Dann leer geworden sind sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier Deluxe Edition mit Kamille. Das gibt es jetzt in Dreierpack und ich finde die echt gut. Die sind reißfest, die reißen nicht, wenn man sie schon aus dem Blatt für Blatt Box da rausholt, sondern die funktionieren wirklich richtig gut. Neues Material, biologisch abbaubar. Anscheinend sind sie doch nicht so biologisch abbaubar, aber ganz ehrlich, wo soll man die denn dann hinmachen, wenn ich ins Klo? Also wenn ich die ja in meinen Mülleimer im WC mache, ich habe den nämlich abgeschafft, weil es nervt, weil den macht eh keiner leer, außer ich dann. Und dann ist das ekelhaft. Also wenn man zum Beispiel seine Tage hat, dann kann man das auch normal entsorgen, dann, weil der Müll wird eh alle 1-2 Tage entsorgt, ja, also von daher, ja, was soll ich dazu sagen, ich mag's, ja, ich mag's, ich würde es nachkaufen, ich habe es auch nachgekauft, ich finde es ja richtig gut. Dann haben wir hier 25 Liter Müllbeutel. Ach so, das waren die schwarzen, genau, und das sind die, normalen, da hatte ich erstmal einen richtigen Kampf mit, überhaupt den Klee, also dieses Teil hier abzumachen. Anscheinend sollte man das einfach nur festhalten und dann ging das ab, aber das ging nicht. Das eine Mülltüte ist schon für den Hintern gewesen, es waren 26 Stück, jetzt habe ich nur noch 25, weil das alles dran geklebt hat, hier an dem Müllbeutel, und dann musste ich das abreißen, dann ist der Müllbeutel gerissen. Ja, mochte ich gar nicht. Dann habe ich 2 Sachen benutzt in einem Bad. Zauberhaftes Badeöl von Alverde. Ja, was kann ich euch dazu sagen? Nichts Großartiges. Ich fand nicht, dass es nach etwas gerochen hat. Es hat einfach nur so einen kleinen leichten Ölfilm gegeben. Ich bade ja eigentlich schon gerne, nur mein linker Fuß schläft seit der Schwangerschaft ein. Ist voll nervig. Und dann dieses Badesalz. Ich mag Badesalz, wenn das einfach totes Meersalz ist. Ich liebe es. Dann habe ich eine Zahnpasta aufgebraucht von Olera.
Oral-B Professional Zahnfleisch und Zahnschmelzpro-Repair. Die fand ich echt gut, muss ich sagen. Da sind auch so kleine Kügelchen. Ich habe sie komplett aufgeschnitten, weil da kamen noch für 4 Tage raus. Ja, ich finde sie richtig gut. Ich würde mal angucken. Ich war letztes Mal im DM, da hatten sie es noch nicht. Bin ich der Meinung gewesen. Es war einfach bei mir in der Post drin. Fand ich cool. Von Manhattan habe ich einen kleinen Mini-Scheißerchen-Primer leer gemacht. Den fand ich auch sehr gut. Den würde ich auch nachkaufen. Und auch leer gegangen ist hier ein Parfüm. Meine Mutter hat mir so ein paar Parfüms gegeben. Ich habe keine Ahnung, woher die sind. Vintage Soul. Vielleicht mal googeln. Ich behalte das Fläschchen, weil das kann man hier aufschrauben. Eigentlich wollte es meine Tochter, aber die panscht eh nur damit rum. Ich würde lieber irgendwas anderes da so rein tun. Das habe ich eigentlich für ein Autoparfüm benutzt, wenn man einfach, ja, wenn man wollte, dass das Auto gut riecht. Und dann hat es mir aber so gut gefallen, dann habe ich mich besprüht und ich habe das für beides benutzt. Aber zum Schluss eher für mich. Das mochte ich sehr gerne. Keine Ahnung, ich habe so viele, ich glaube, das waren 9, 8 Stück davon, so verschiedene. Und es hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch ein paar Produkte aus meinem Projekt aufgebraucht. Die möchte ich auch euch mal zeigen. Zum einen eine Body Butter White Passion mit Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Trockene Haut. Ich muss ja sagen, wenn ich das erste Mal daran rieche, riecht das für mich nach Alkohol. Da steht auch an dritter. Eins, zwei, drei. Dritter Stelle. Es geht noch. Ich genieße das gerade, dass ich das Projekt am Laufen habe, weil ehrlich gesagt creme ich mich sehr selten ein. Aber ich merke einen Effekt am nächsten Tag sogar. Meine Haut ist nicht mehr so. Kennt ihr diese kleinen Pickelchen, die das so die trockene Haut zeigt einfach, ich brauche Feuchtigkeit und so ist das bei dem hier nicht gewesen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Dann habe ich 2 Deodorante leer gemacht. Ich habe ja euch gesagt, da ist nicht viel drin. Einmal Deospray Clear and Fresh. Ja, das riecht wirklich frisch. Ich weiß es nicht. Ich würde es erstmal nicht nachkaufen. Dann haben wir hier Antitranspirante. Bäh. Genau, ich habe euch noch was drin gelassen, um euch zu zeigen. Also ich schüttel das. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es wird ja weißlich. Es wird nicht durchsichtig, es bildet sich so eine Schicht und die ist dann auch an den Klamotten, obwohl sie werben mit Antitranspirant und hier gegen weiße Rückstände und gelbe Flecken. Bla bla bla, Nivea kann nicht mal. Das stimmt nicht. Und aus dem Projekt ist das Aquafeuchtigkeitsserum leer gegangen. Das würde ich tatsächlich immer wieder nachkaufen. Das ist auch meine zweite oder dritte Pulle. Aber im Moment brauche ich das nicht. Ich habe noch andere Gesichtscreme, die ich gerne aufbrauchen würde. Deswegen, ja. Somit ist mein DM, nee, Quatsch, mein Aufgebraucht erstmal erledigt und ich kann weiter fleißig sammeln, denn da passt ja wieder was rein. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Bla bla bla, bla 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 und tschüss. Ciao, ihr Lieben, macht's gut.